Ich grüße euch, ihr Lieben, zum Tagesorakel für den 15. Juli 2022. Ja, ich habe wieder meine Orakelkarten mitgebracht, die Weisheitskarten. Und ich ziehe euch wieder eine. Oh, okay, ist wieder eine rausgefallen als Impuls. Und da haben wir die glückliche Fügung. Gestern war das Glück und heute haben wir die glückliche Fügung. Und ich werde auch wieder aus dem Buch vorlesen. Okay, das ist ja eine Glückswoche. Das schaut ja total gut aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, es geht euch auch gut und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren. Es würde mich immer freuen. Du befindest dich jetzt mit dem höheren Wohl des Ganzen in einer Harmonie, in der deine eigenen Träume mit dem kollektiven Traum im Einklang sind. Es ist eine Zeit des glückseligen Gelingens und der Wunder, die du niemals aus eigener Kraft würdest ersinnen oder vollbringen können. Sei dir bewusst, dass du jetzt ein Kanal der Vorsehung bist, Werkzeug einer höheren Macht, um dem Wohl der ganzen Welt zu dienen. Dein Glück wird so zum Glück aller, und was immer du jetzt erschaffst, wird zum künftigen Vermächtnis für andere. Deine Mission in der Welt findet jetzt Unterstützung. Sei auf Überraschungen gefasst und lächle, denn das göttliche Prinzip liebt dich. Wow, das ist wirklich eine schöne Nachricht. Also es geht wieder ums Glück und damit wünsche ich euch auch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss, Baba.